Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum zu einem neuen Part. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir hier auf der Route Nummer 11, wie ich gerade gesehen habe. Ein Tristubierer. Okay, weiter geht's. Richtung der nächsten Stadt. Und wie immer versuchen wir uns irgendwie an den Trainern vorbeizuschleichen. Es wird nicht immer gehen, aber wir versuchen es doch. Holo-Nachricht erhalten. Oh, Professor Platan. Hallo, wenn ich mich nicht irre, solltest du demnächst nach Yantara City kommen. Das bedeutet, dein Pokémon-Abenteuer in der Kalos-Region macht große Fortschritte. Yantara City ist übrigens auch das Zuhause großer Gelehrten in Sachen Mega-Entwicklung. Deswegen nennen ihn auch alle Mr. Mega. Deinen Freunden habe ich auch schon von ihm erzählt. Schau unbedingt bei ihm vorbei. Unbedingt. Mach ich, Professor. Ich schaue bei ihm vorbei. Vorsichtig. Da müssen wir wahrscheinlich eh durch. Aber ich schleiche mich hier erstmal rum. Hypertrank gefunden. So, hier mal hoch. Okay. Eine Sackgasse. Was haben wir hier? Ein Himmelskampf. Nee, gerade nicht. Bin ich gerade nicht in Stimmung für. Ich muss weiter. Ich muss nach Yantara City. Auf dem Weg nach Yantara City. Okay. Schleiche mich professionell an allen Trainern vorbei. Ja, die müssen wir dann im Endeffekt noch später besiegen. Und hier in der Höhle sind genug Trainer. Zwergi zeigt, wie man Trainer umgeht. Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder weg möchte. In der Spiegelhöhle. Ja, kleiner Narzisst in der Spiegelhöhle, da möchte er nie wieder raus. So, Geranax wird eingesetzt. Sehr schön. Los, Erik, du bist dran, mein Schluck. Okay, dann versuchen wir es mal mit Aquaknarre. Er hat nur ein Pokémon, das werden wir doch wohl hinkriegen. Das kriegen wir gebacken. Vielleicht sogar mit Schluck alleine. Oder auch nicht. Na dann. Turbodreher vielleicht. Versuch's. Schnüffler. Naja, Schnüffle ruhig. Ja, Turbodreher hat auch nicht viel gemacht. Blubber vielleicht. Ja, das wird es jetzt bringen. Es wird jetzt sehr effektiv sein. Ja, so viel dazu. Und dazu so viel. Kopflos. Okay, ist zurückgeschreckt. Mann, was denn? Was, Erik? Erik, komm, greif an. Was ist denn los mit dir? Bis, naja, immerhin. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Sandwirbel. Ja gut, Genauigkeit sinkt. Was auch immer. Na komm, noch ein paar Mal zubeißen, dann haben wir's. Ich glaube, das ist hier fast die beste Attacke. Nicht nur fast, sondern es ist die beste Attacke. Na komm, das wirst du doch wohin kriegen, Erik. Das kleine Geradax besiegen. Wenn das kleine Erik so nicht besiegt werden. Wird es aber. Schnief. So, dann mal Zwergina in den Kampf. Geradax. Zwergina versus Geradax. Zermürben. Na komm, stürz dich drauf. Zwergina wurde erkannt. Ja, dein Ende erkannt. Das war bestimmt sehr sinnvoll. So, ein neues Level für Zwergina, nämlich Level 20.
Gerne wirst du erlernen. Okay, nee, lass mal. Was willst du damit? So, da haben wir den Trainer besiegt. Backpacker besiegt. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das gerade wirklich passiert ist. Zwergenfee gewinnt 2080 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Backpacker hervor. Den narzisstischen Backpacker, der nicht mehr aus der Spiegelhöhle raus will. So schaut's aus. Okay. Hier haben wir ein Item. Nestbeil gefunden. Alles gleichen. Ja. Gleich ein wildes Pokémon hinten dran. Ein Monozyto. Okay. Monozyto, ja, so heißt das. Flucht. Das brauchen wir nicht. Wollen wir nicht haben. Ja. Ist diese Woche die Pokémon-Woche? Irgendwie schon. Am Dienstag, wenn ich richtig gesehen habe, kam Pokémon Let's Go Evoli. Gestern kam Pokémon eine gelbe Edition, wenn ich es geschafft habe, es rechtzeitig hochzuladen. Und heute Pokémon Y, was wohl morgen kommt. Ja, leider steht es schon im Uploadplan. Wahrscheinlich steht es schon drin, wenn ich es nicht komplett vergessen habe. Ja. Wir besiegen hier gerade ein wildes Pokémon. Naja, was soll's. Kann auch mal sein. Muss auch mal sein. Zermürben. Das Fleckneule besiegt. Gibt's zumindest ein paar Erfahrungspunkte. Auch nicht schlecht. Okay, eine Trainerin. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die stärkste Trainerin im ganzen Land? Das bin ich. Eine Herausforderung von Kämpferin Yoko. Wo hast du Klaus gelassen? Der war jetzt brutal. Ja, brutal schlecht. Zermürben, ich versuch's weiter. Justizo. Ach du Schande. Das ist ein zähes und sehr starkes Pokémon. Ach du Kacke. Ja, der Kampf, dem sollten wir nach Möglichkeit ausweichen. Dafür ist unser Team einfach noch nicht gewappnet. Vielleicht. Ich kenne das Pokémon. Ich hatte das im ersten Pokémon Let's Play, glaube ich, mit dabei. Soweit ich mich daran erinnern kann, war das so. Das ist, da werde ich mir auch noch eins von fangen, weil das ist, also das werden wir in der Top 4 brauchen. Das ist einfach, also das ist einfach mal in Pokémon Y und das Pokémon, also das ist einfach, was soll ich sagen, es gibt auch noch ein blaues Stück davon, also es gibt auch noch ein, das ist genauso gut, würde ich sagen. Und der und sein blauer Kumpel, also das sollte man mit dabei haben und trainieren. Ihr seht gerade, wie das mein Team fertig macht. Also hier sind gerade zwei Gina und Markus. Apreno, du bist dran. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall ein guter Gewinn fürs Team und wird es in der Top 4 noch, in Top 4 von Pokémon Y auf jeden Fall noch, ja, gewähren. Wenn wir das fangen, es wird sich lohnen. So, und Justizo besiegt. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, aber ja, nur so in der Art. Papageno erreicht Level 25. Es wird einen Spitznamen kriegen. Und dann brauchen wir es gar nicht mehr auszusprechen. Ruheort, naja, lass mal lieber. Ich will nur offensive Attacken. Naja, nicht nur, aber... Ja, du sollst es aufhören zu erlernen. Bekannte Attacken behalten. Aufgeben, ja. Ruheort nicht erlernt. Dankeschön. So, Balgor ist erreicht Level 25. Auch gut. Resladero. Weiter kämpfen. Ach der. Oh ja. Der wird uns in der Top 4 nochmal begegnen. Achtung, Spoiler. Naja, das ist ein Let's Play again. Also,
Tut man nicht so. Kann man schon gesehen haben. Also bei einem Let's Play Again darf man spoilern. Ich erwarte jetzt nicht davon, dass ich erwarte jetzt nicht von euch, dass ihr mein 2016er Let's Play guckt. Ist jetzt nicht das Beste, aber hallo, das ist Pokémon Y. Das ist nicht Pokémon Schwert und Schild, was noch nicht online, was noch nicht erhältlich ist. Außerdem. Na gut, bei Horas, das wird es jetzt nicht wirklich bringen. Der hat eine echt starke Attacke. Der Resnadero. Ja, Top 4 Pokémon. Es ist Pokémon Y. Ihr hattet genug Zeit, um euch das Let's Play bei wem anders anzugucken oder das Spiel selbst zu spielen. Das ist schon ein paar Jahre draußen. Kann man gespielt haben. Da ist jetzt wirklich kein, also das ist jetzt wirklich kein schlimmer Spoiler. Ich bitte euch. Leer oder siegt. Okay, mein Pokémon-Team im Eimer. Ja gut. Vielleicht schaffen wir irgendwie das Team zu den Kämpfer zu umgehen. Ja. Sind jetzt nicht die sozialsten Pokémon. Ist jetzt nicht der sozialste Kampf. Mit einem heftig starken Gesteins-Pokémon und dann auch noch dem Resnerado. Ja, fairerweise muss man sagen, lassen wir lieber. So, ich schleiche mich wieder um die Ecke. Verdammt. Kämpferinnen wie ich ziehen ihre Energie einzig und allein aus dem Gürtel und ihre Hüften. Ja. Eine Kämpferin. Ninfui. Okay, die kriegen wir vielleicht noch besiegt. Dann los, Erik. Mein Sherlock. Aquaknarre. Na komm. Das kriegen wir doch wohl gebacken. Na komm. Elektrifiziert. Er paralysiert natürlich. Okay, das war nicht sehr effektiv. Ich setze trotzdem weiter ein. Na komm. Nicht schlecht. Für den Anfang nicht schlecht. Erik besiegt. Den könnten wir im Kampf gebrauchen. Es ist jetzt blöd, dass wir hier schon Pokémon einsetzen, die wir später gebrauchen können. So, wie wäre es denn mit Glut? Könnte was bringen. Muss aber nicht. Verbrennung. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Na komm. Weiter kämpfen, Papageno. So, Schnabel. So, Linfu, hält den Schnabel. Hervorragend. Besiegt. Den Trainer besiegt. Spitze. Lea, Level 20. Wunschtraum. Das klingt gut. Was kann das denn? Nix. Ein Wunsch füllt in der nächsten Runde 50% der KP des Anwenders bei diesem oder einem eingewechselten Pokémon auf. Ja, nicht schlecht. Gegen Tackle. Okay, gegen Tackle vergessen wir's. Falls wir es mal einsetzen. Ein Wunschtraum. Der können wir gleich wieder vergessen, wenn wir eine bessere Attacke haben. Wenn der Gürtel hier richtig sitzt, schnürt er mir die Hüften zusammen und verleiht mir so mehr Kraft. Zweifel gewinnt 2688 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Kämpferin hervor. Aus dem Kampf gegen die Kämpferin. Jo. So schaut's aus. Ein wildes Pokémon. Wildes Pokémon statt Trainerkampf. Ein Starvia. Na, alter Freund aus Pokémon. Diamant. Ja, gut. Könnten wir fangen. Ich lasse mal lieber. Flucht gescheitert. Was? Da setzt die Attacke ein und lässt uns fliehen. Na, das war ja jetzt gut. Spiegelhöhle.
keine Fahrräder und keine Rollschuhe erlaubt. Ja, gut. Na dann. Weiter durch die Spiegelhöhle. Da werden wir gleich wieder da. Versuchen wir mal diesmal so gut wie möglich auszuweichen. Pantimos! Haben wir den schon im Team? Und gucken wir mal, Netzko Evoli, haben wir den. Fange ich mir. Ich versuche es zumindest. Einen Timerball, ja, ganz zu Anfang des Parts. Könnte das was bringen? Timerball? Oder war das andersrum? Flottball war, glaube ich, der Ball, der zu Anfang des Parts was bringt. Aber gut, das hat auch was gebracht. Pantimos wurde gefangen. Ich weiß nicht, ob wir den hier in unser Team mit aufnehmen. Aber ja. Auf jeden Fall. Eintrag im Pokédex. Es ist geschickt, daran Menschen zu beeinflussen. Man sagt, es könne dünne Wände aus Luft nur durch Mimen entstehen lassen. Ja. Ein Spitznamen. Na dann. Ja gut, mir ist spontan kein besserer Name eingefallen. Ist ein hässlicher Name. Nichts für ungut, alle die so heißen. Aber ja. Das war ein Weibchen. Ja, ich möchte ihn gar nicht aussprechen. Nein! Ich wollte sie doch umgehen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die stärkste Trainerin im ganzen Land? Bin ich gar nicht mehr so überzeugt von mir. Na gut, versuchen wir es halt. Trainerin, ja, die Kämpferin zu besiegen. Ja, US Besto. Im Zermürben, gib dein Bestes. Ja, vielleicht kriegen wir es vielleicht diesmal hin. Na komm, Attacke. Zermürben, es wird nicht viel bringen. Aber immerhin etwas, den Anfang schon gemacht. Zwergina besiegt. So, kann Papageno gleich weiterkämpfen. Das ist ein Männchen. Das Männchen. Ja, Papageno gab es auch, aber ja. So viel Kultur. Noch ein Kulturschaden hier, ein Kulturschock. Das ist auch wieder was anderes, aber ja. Ihr versteht, was ich meine. Wahrscheinlich eher nicht, aber ja. Ja, 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 ja. Vielleicht mal Glut. Nee, nicht wirklich. Und Verbrennung bei dem sowieso nicht. Er siegt. Da gibt es diesmal kein Ende. Kein Happy End für Papageno. Markus, du bist dran. Na komm, Psystrahl, das wird's doch irgendwie bringen, oder? Na, nicht schlecht. Hust, Hust. Oh, Kacke. Erzbeben, das ist sehr effektiv, ja. Kann man so sagen. Psystrahl, na komm. Jastro. Wer siegt? Haben wir überhaupt noch Tränke im Portemonnaie? Ja, im Portemonnaie. Mir fiel grad nichts anderes ein. Rucksack hieß das Ding im Beutel. Ja, Beutel war der richtige Begriff. Beschwörung. Meine Stimme versagt langsam. Ja. Gucken wir mal. Nee, komm, lass mal. Beschwörung nicht erlernen. Bekannte Attacken behalten. Ja. Muss nicht sein. Resleadero. Okay, ich kann es nicht wirklich aussprechen, aber ich bräuchte mal einen Trank, wenn ich einen habe. Ich habe einen Hypertrank und mehrere Supertränke. Hypertrank. Sorry, meine Stimme. Das ist irgendwie heute. Ja, ich nehme auch schon eine knappe Stunde auf. Meine Stimme war schon zu Anfang der Aufnahmesession
nicht gerade in Beststimmung. Und wozu habe ich den Hypertank gerade eingesetzt, wenn ich nicht ein einziges Mal entsnurfte? Jetzt habe ich noch Balgoras und das Feen-Pokémon. Dann werden wir hier mal zurückgeworfen. Kleber haben wir keinen mit dabei, oder was? Natürlich nicht. Na gut, dann besieg ihn doch einfach, hau ihn kaputt. Und ja, gleich auch mit. Ja, ich muss mich einfach dran vorbeischleichen. Ich muss vorsichtig sein. ja, das bringt jetzt nicht mehr so viel. Balgoras hat einfach keine guten Attacken. Nicht wirklich, noch nicht. Balgoras besiegt. Na komm, Lea wird jetzt auch nicht viel ausrichten können. Liebe Grüße vielleicht, aber ansonsten nicht. Arioas besiegt. Na dann, auf ein neues. Wir müssen uns wirklich dran vorbeischleichen. Das ist hier nicht wirklich die Option in diesem Kampf. Ja, schleichen wir uns mal dran vorbei. Kämpferinnen. Ja, so schaut's aus. Schon zu beißen an den. Huha. Dran vorbei. Die haben wir, glaube ich, schon besiegt. Brauchen wir uns gar nicht so sehr drum rumschleichen. Stavia. Müssten wir uns eigentlich fangen. In guten alten Zeiten zuliebe. Ich will unbedingt auch mal wieder Pokémon Diamant spielen. Ist beides gut. Demnächst kommen zwar Pokémon. Ah, verdammt! Das Doppelpack. Da sind wir zu weit gerannt. Boom, paff, zack. Jetzt zeige ich, was das ganze Training gemacht hat. Ha, zack, boom. Ich setze alles auf eine Karte. Ja. Eine Herausforderung von Grips und Muckis. Goa und Mirai. Die haben aber komische Namen. Ein Pantimus. Und ein Machodo. Nein, ein Machok. Ein Machok. Sorry. Versprochen. Pantimus und Machok. Lichtschild. Das wird euch nicht viel bringen. Ja, demnächst kommt Pokémon Schwert und Schild raus. Das will ich nach Möglichkeit let's playen. Und dann habe ich hoffentlich schon Pokémon Gabin schon abgeschlossen. Und Pokémon Let's Go Evoli ein wenig weitergebracht. Dass zumindest nicht mehr drei Let's Plays gleichzeitig am Laufen habe. Drei Pokémon Let's Plays. Und irgendwann dann. Nicht in naher Zukunft, aber irgendwann in ferner Zukunft können wir uns dann an. Oh wei, was läuft hier gerade? Wir werden hier besiegt. Irgendwann in ferner Zukunft können wir uns dann an Pokémon Platin wagen. Ich würde sagen, wenn Pokémon Schwert und Schild dann vorbei ist, wie ich das durchgespielt habe. Wir werden dann wahrscheinlich noch ein bisschen mit Pokémon Y und Pokémon Let's Go Evoli zu schaffen haben. Danach brauche ich erstmal eine Pokémon-Pause. So sehr ich das mag, aber dann haben wir hier vier. Eventuell haben wir dann sogar vier Pokémon Let's Plays am Laufen. Das ist. Ja, ich weiß nicht, wie schnell ich mit Pokémon und Gabe jetzt vorankomme. Ich spiele es auch viel zu selten. Ich bringe es auch viel zu selten. Deshalb, ja, könnte man nur noch Pokémon Y irgendwie pausieren. Aber das wartet auch schon zu lange. Das muss auch mal weitergeführt werden. Ich hab's irgendwie verkackt. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, Pokémon Let's Go Evoli war einfach zu viel. Das hätte nicht passieren sollen. Hätte einfach nicht sein sollen. Das war einfach, ja, was soll ich sagen? Ich hätte einfach Pokémon Gelb regelmäßig zu Ende spielen sollen. Hätte ich jetzt Pokémon Y
in Ruhe alleine führen sollen und Pokémon Go Evil jetzt irgendwann hinterher schieben müssen. Das ist keine Hauptgeneration, das ist jetzt so wichtig, nicht, dass da irgendwie, dass das gespielt werden müsste. Das hätte ich, glaube ich, einfach lassen sollen. Okay, wir verkacken hier gerade auf voller Länge diesen Doppelteam. Nein, Doppelteam ist eine Attacke. Das ist ein Zweierkampf. Ein Zweier-Pokémon-Kampf, ein Zweier-Trainer-Kampf. Ja. Ja. Was soll ich noch sagen? Ich hoffe wirklich darauf, dass Pokémon gelb, das müssen wir einfach im Mai öfters auf den Upload-Plan schreiben. Das muss ich einfach so machen, das muss einfach öfters passieren und dann haben wir es vielleicht irgendwann abgeschlossen und dann vielleicht pausieren wir dann Pokémon Y, das wäre eine Option, um ein bisschen über die Zukunft zu reden. Pokémon Y pausieren, Pokémon Gelb beenden, dann können wir Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Schwert und Schild parallel weiterführen. Dann ist das, glaube ich, eine angenehme Sache. Hat man die zwei am Laufen. Zwei sind auch, glaube ich, gerade mal so in Ordnung. Dann kann man sich einigermaßen auf die Spiele konzentrieren. Weil das ist ja auch nicht wirklich die Lösung, wenn man irgendwie zwischen den Let's Plays hängt. Das ist ja auch irgendwie kacke. Habe ich schon oft genug gesagt. Oft genug betont. Es ist nicht die Lösung. Ich muss ja pausieren. Also, egal ob jetzt Pokémon Gelb beendet wird. Vier Projekte gleichzeitig, das kann ich den Kanal gleich hinschmeißen. Vier Pokémon-Projekte und dazu dann noch am besten, ja, es läuft ja auch noch Super Mario Party, was ich auch noch liegen gelassen habe und ich habe zwar jetzt Minecraft Story Mode Season 2 beendet, aber irgendwie Minecraft Arno bringen, nee, ist nicht wirklich, ist nicht drin. Guck mal, man kann ja pausieren, das ist ja nicht so schlimm. Ich sag's mal so, die Luigi's Mansion 2 ist ja auch seit Ewigkeiten pausiert. Das steht ja auch noch aus. So, dann mal ordentlich. Ein wildes Stachelbier erscheint. Okay. Flieh du nach. So. Dran vorbei. Sagen, schleichen wir uns im nächsten Part durch die Spiegelhöhle. Dann soll es für heute gewesen sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein anderes Video meine Intention fast verlassen wollt. Da mich nach oben soll es euch gefallen haben. Man sieht sich in einem nächsten Part von Pokémon Y auf meinem Kanal wieder. Bis dahin habt ihr noch eine angenehme fürstliche Zeit. Man sieht sich auch in einem anderen Video auf meinem Kanal gerne wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.